Herzlich willkommen, dass Sie uns zu dem Thema zur Verfügung stehen. Vielen Dank, Frau Fuchs. Ja. Muss man sich in Deutschland auf einen Stromausfall vorbereiten oder muss Deutschland auf einen Stromausfall vorbereitet werden? Also wir haben in Deutschland eine sehr sichere Stromversorgung. Wir legen da immer einen Spitzenwert. Wir haben da immer einen Spitzenwert in der Versorgungssicherheit, europaweit gesehen, aber auch weltweit gesehen. Aber dennoch sind in Deutschland auch Stromausfälle möglich. Und in der Vergangenheit hatten wir auch schon große Stromausfälle. Denken Sie an den Winter 1971-72 in Niedersachsen, wo aufgrund von Schneeverwehungen es zu großflächigen Stromausfällen auch über einen längeren Zeitraum kam. Oder 2005 im Münsterland, auch aufgrund von Schneefällen, sind hier Freileitungen zerstört worden und es kam zu längeren Stromausfällen. 2006 dann aufgrund eines Schaltfehlers in den Übertragungsnetzen kam es zu europaweiten, lokalen Stromausfällen. War Oder Anfang das diesen. das mit dem Kreuzfahrtschiff, das überführt werden Genau, sollte? aufgrund Ah, dieser genau. Kreuzfahrtschiffsüberführung mussten Schaltmaßnahmen durchgeführt werden und die haben halt zu diesem Fehler geführt. Und oder Anfang dieses Jahres, 2020, der Stromausfall in Berlin-Köpenick, wo über Ah, ja. 30.000 Menschen für viele Stunden von dem Stromausfall betroffen waren, aufgrund von Baumaßnahmen, ganz einfach. Ja. Also es ist also ein plausibles Szenario für Deutschland. Es ist wichtig, dass wir uns als Bürger darauf vorbereiten. Und wir geben ja auch Informationen dazu heraus, eben der Ratgeber für die Notfallvorsorge oder einen speziellen Ratgeber Ich halte den noch mal in für die das, Kamera. für den, Genau, für das das haben wir Thema extra zum Stromausfall. Genau. Stromausfall. Genau, gibt es eben auch. Das ist auch eine Information für Bürgerinnen und Bürger, also nicht für die Fachleute. Genau. Die Fachleute werden auch noch anders bedient. Genau. Genau, ja. Was sind oder können denn die Folgen eines Stromausfalls sein? Also wie wirkt sich das aus? Weil viele denken ja, irgendwie, es kommt wenig und dann ist es nicht so gravierend. Aber tatsächlich, was kann denn da alles passieren? Ja, Stromausfälle treten plötzlich auf. Die kündigen sich nicht an, die treten Ja. plötzlich auf und haben Auswirkungen nahezu alle Lebensbereiche. Wenn man jetzt mal schaut, zum Beispiel im öffentlichen Nahverkehr, Straßenbahnen, Züge bleiben auf offener Strecke stehen oder im Bereich des Straßenverkehrs, Ampelanlagen fallen aus, kommt zum Verkehrschaos, Reisende stranden an Bahnhöfen oder im privaten Haushalt, die Beleuchtung fällt aus, der Elektroherd und auch der Elektroofen fallen aus, man kann also nicht mehr kochen. Kühl- und Gefrierschrank fällt aus, also Lebensmittel können verderben, Beleuchtung fällt aus, die Regelung der Heizungsanlage fällt aus, damit fällt in der Regel auch die Heizungsanlage aus. Sie können in der Regel nicht mehr aufs Internet zugreifen, weil eben der Router von Ihnen ausfällt, selbst wenn Sie ein Notebook haben, das ja einen eigenen Akku hat, ist der Zugang zum Internet verwehrt. Das Gleiche gilt auch fürs Telefon heutzutage in der Regel. Mobilfunknetze fallen in der Regel auch sehr kurz nach Eintritt eines Stromausfalls aus und sind für die kurze Zeit auch oft überlastet. Oder im beruflichen Leben ist es so, dass Produktionsanlagen ausfallen, der Bildschirmarbeitsplatz im Büro fällt aus, funktioniert nicht mehr. Aber auch Aufzüge, Zugangssysteme, alles das, was halt elektrisch betrieben wird, Ja. funktioniert nicht mehr. Also letztendlich sind alle unsere Lebensbereiche betroffen davon. Weil wir eben auch, sagen wir mal so, der Strom sehr komplex in unser Leben Einzug gehalten hat und es ja auch wenige Bereiche gibt, wo eben Strom keine Rolle spielt, oder? Genau, das ist eine Veränderung, die wir in unserer Gesellschaft in den letzten 50, 60 Jahren so durchgemacht haben. Wir haben uns immer weiter zu einer Gesellschaft entwickelt, die ja sehr, sehr intensiv strombetriebene Geräte nutzt. Und wenn ich jetzt irgendwie oder unsere Zuschauerinnen und Zuschauer denken, wie kann ich denn meine Familie da vorbereiten? Ich meine, als erstes werden die wahrscheinlich unsere Broschüre bestellen, aber was können Sie denn noch empfehlen, wie die sich dann vorbereiten? Ja, letztendlich die Vorbereitung auf einen Stromausfall umfasst fast im weiten Teil auch die ganz übliche Vorbereitung auf Notsituationen. Also das, was wir auch in unseren Ratgebern empfehlen. Konkret sind das letztendlich Vorhalten von Lebensmitteln und Getränken. Man sollte die ersten Tage sollte man möglichst autark eigenständig sich versorgen können. Aber eben auch, dass man ihm Kerzen oder Taschenlampen vorhält oder ein Radio, über das man nach Rundfunksendungen und amtlichen Informationen empfangen kann, sprich ein batteriebetriebenes Radio und die Batterien dafür. Oder ein Campingkocher als Beispiel, also dass man hier ein Stück weit autark bleibt.
Wir haben eine Frage. Ja. Der Gunnar hat die Hand gehoben. Genau. Genaro fragt beim Stichwort Handynetze, wie lange ist das Tetranetz autonom von der Stromversorgung? Das Tetranetz, also ich beziehe das jetzt auf den öffentlichen Mobilfunk. Und hier muss man sagen, dass die Antennen letztendlich, die Zellen im Mobilfunk, dass die nur für sehr kurze Zeit versorgt sind. Das kann sein, dass die sofort ausfallen, bis hin eine Notstromversorgung für einige Stunden haben. Da gibt es keine gesetzlichen Vorgaben. Die Erfahrung zeigt halt, dass das Mobilfunknetz bei einem Stromausfall sofort betroffen ist. Und einmal dadurch, dass einzelne Zellen ausfallen oder aber die zur Verfügung stehenden Funkzellen dann überlastet sind, dass man als Bürger kaum noch eine Verbindung aufbauen kann. Ja, da zu der Frage, wie ich dann eben, wenn ich in Not bin und Notruf brauche, da kommen wir ja gleich auch noch zu. Genau, jetzt bleiben wir nochmal bei der Familie. Jetzt denke ich so, Stromausfall irgendwie ist ja großer Mist, was da alles ausfällt irgendwie. Ich will aber meinen Kühlschrank haben irgendwie, weil ich eben auch meine Getränke kühlen will und die Kinder brauchen ihr Essen. Ich stelle mir ein Notstromaggregat hin. Das ist, also sagen wir so, wenn ich nicht zur Miete wohne, sondern ich habe zum Beispiel Eigentum, könnte ich das ja machen. Sollten sich diese Menschen Notstromaggregate zulegen? Also wir als BBK empfehlen das nicht. Dennoch kann es zu Situationen kommen vor Ort im Haushalt, wo man der Auffassung ist, doch für meine private Vorsorge brauche ich ein Notstromaggregat. Auch da gehen wir in unserer Broschüre drauf ein. Hierbei ist es wichtig, dass man im Vorfeld sich überlegt, dass ein Notstromaggregat ja letztendlich auch Gefahren birgt. Diese Geräte darf man nicht im Innenraum betreiben. Hier ist es in der Vergangenheit zu schlimmen Unfällen gekommen, auch mit Todesfolge aufgrund der Abgase. Menschen haben sich hier vergiftet. Ein weiterer Punkt ist, dass diese Aggregate relativ laut sind. Wenn man das in dicht besiedelten Gebieten betreibt, kann es zur Lärmbelästigung der Anwohner führen. Man muss die Geräte, die man versorgen will, über ein Kabel anschließen. Wenn das Gerät jetzt auf dem Balkon oder auf der Terrasse steht, muss man eine Tür, dann Fenster offen halten. Das kann im Winter dazu führen, dass die Wohnungen schneller auskühlen, aber auch der Einbruchschutz wird letztendlich erschwert. Und so sind viele Aspekte letztendlich zu bedenken, bevor man sich für den Kauf eines Notstromaggregates entscheidet. Ja. Aber kann ich denn mit so einem Notstromaggregat oder überhaupt einem Stromaggregat oder der Photovoltaikanlage dann mein Haus irgendwie mit Strom versorgen? Wobei ich glaube, die Photovoltaikanlage wahrscheinlich noch einen anderen Stellenwert als so ein Stromaggregat hat. Das ist ein gutes Stichwort, die Photovoltaikanlage. In den letzten Jahren mit dem Ausbau erneuerbarer Energien haben ja viele Privathaushalte auch Photovoltaikanlagen aufs Dach gebaut. Die sind aber in der Regel nicht so konstruiert, dass man den dort erzeugten Strom bei einem Ausfall der Stromversorgung dann auch nutzen kann. Dann gehen die Geräte in den Leerlaufbetrieb. Das kann man umbauen, das muss man aber eben dann von einem Elektrofachbetrieb machen lassen und dass man die Anlage so umbaut, dass eben bei einem Ausfall, bei einem Stromausfall letztendlich mein eigener Haushalt mit dem selbst erzeugten Strom dann auch versorgt werden kann. Also das ist nicht automatisch so, muss man wirklich mit einem Fachbetrieb dann klären, dass es so ist. In der Regel ist das nicht automatisch so, genau. Ja, das ist ja auch irgendwie sehr interessant, genau. Wir haben ja auch zwei Filme zum Stromausfall bei uns auf dem BBK-YouTube-Kanal. Wird das da auch erklärt? Genau, in den zwei Filmen wird einmal erklärt, wie man sich auf einen Stromausfall vorbereiten kann. Und in dem zweiten Film wird nochmal konkreter auf die Nutzung eines eigenen Stromaggregates eingegangen und auch in der Sequenz eben auf die Nutzung von Erzeugungsanlagen, die man selber hat, wie zum Beispiel so eine Photovoltaikanlage. Genau, deswegen also außer unserer Broschüre empfehle ich also auch noch unsere Filme auf dem BBK-YouTube-Kanal. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Frage, die Handynetze fallen aus und analoge Telefone dann wahrscheinlich, also sollte überhaupt noch jemand welche haben, auch. Jetzt habe ich aber Not, irgendein häuslicher Unfall irgendwie oder es ist eine schwere Versorgungskrise. Ich möchte also einen Notruf absetzen. Geht das denn trotzdem? Ja, in der Tat. Der Stromausfall führt dazu, dass man in der Regel seine eigenen Telefonnetze nicht mehr nutzen kann, sein eigenes Telefon nicht mehr nutzen kann und damit auch keinen Notruf absetzen kann.
Hier sollten Sie sich bei Ihrer Gemeinde oder bei Ihrer Stadtverwaltung erkundigen, wie dort die Konzepte aussehen, wie man bei solchem Ereignis letztendlich einen Notruf absetzen kann. Oft ist es so, dass in solchen Situationen die Polizei und Feuer- und Rettungswachen besetzt werden. Dann kann der Bürger dort hingehen, sie sind oft fußläufig erreichbar und kann dort einen Notruf absetzen. Oder die Polizei fährt vermehrt Streife und kann über die Streifen über, auf Notfälle aufmerksam werden. In manchen Regionen wird auch so verfahren, dass Taxis oder der öffentliche Personennahverkehr einen Notruf aufnehmen kann und über die Funksysteme, die diese Fahrzeuge haben, an die Leitstelle weitergeben. Von da aus letztendlich an die Feuerwehr der Notruf weitergegeben wird. Also da muss man sich wirklich erkundigen, wie vor Ort die, die Regelungen sind und ja, sich dementsprechend dann auch danach richten. Es gibt ja auch so ein, ich meine, dieses Konzept mit den Leuchttürmen, die Katastrophenschutzleuchttürme, die Berliner Feuerwehr war auch dabei. Und ich meine, als sie dieser Stromausfall in Köpenick, der tatsächlich ja irgendwie, ich glaube, sogar bis 72 Stunden gedauert hat, dass es da auch gegriffen hat, wo eben tatsächlich dann auch, sagen wir, bestimmte Stationen besetzt worden sind oder eben man auch mobile Einsatzwagen an bestimmte Stellen gestellt hat, damit die Leute sich dahin wenden konnten. Also so, ob solche Konzepte vorliegen in der jeweiligen Gemeinde, wo ich wohne, so darauf zielen Sie so ab mit der Empfehlung, ja, dass man sich einmal erkundigt. Genau, einmal die konkrete Frage danach, wie kann man bei einem Stromausfall in meiner Gemeinde, wie kann ich dann einen Notfall melden, einen Notruf absetzen? Oder eben, Sie sprachen dieses Katastrophenleuchtturm an, ein Ergebnis aus dem Forschungsprojekt. Hier werden Kommunikationselemente, also Fahrzeuge letztendlich, die zur Kommunikation für die Einsatzkräfte, aber auch für die Ansprechpartner, für die Bürger zur Verfügung stehen. Die werden in die Ereignisgebiete, also in das Gebiet des Stromausfalles gefahren und dienen hier eben auch als Anlaufpunkt. Einmal für Einsatzkräfte, aber auch für die Bevölkerung. Ja. Gut. Gibt es noch irgendeine dringende Empfehlung, die Sie jetzt auch noch hier mitgeben wollen? Oder ich meine, in 10, 12 Minuten kann man ja nun wirklich auch zu diesem Thema nicht wahnsinnig tief einsteigen. Das, aber irgendetwas, wo Sie sagen, bevor ich jetzt gehe, möchte ich das aber irgendwie noch mitteilen. Ansonsten. Ich kann nur dafür werben, sich für Notfälle vorzubereiten, hier die Vorsorge zu treffen. Und gute Hilfestellungen in meinen Augen sind hier die Produkte aus dem Haus, die sich konkret an den Bürger richten und auf den Bürger auch zugeschnitten sind. Herr Mikus, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch und die Informationen.